Heute stellen wir Ihnen ein besonders prachtvolles Exemplar griechischer Vasenmalerei vor. Und zwar in ihrer rotfigurigen Variante. Auf einem gebrannten Tongefäß werden Figuren und Gegenstände ausgespart, entlang ihrer Umrisse zunächst die Zwischenräume bemalt. Dann folgen Schatten, Gewandfalten und Ornamente. Der Künstler erreichte eine enorme Präzision in der Linienführung. Und das mit nur einem einzigen Malmittel, verdünnter Ton. Dieses Weinmischgefäß vom Brygos-Maler zeigt eine Szene aus dem Trojanischen Krieg, wie sie uns Homer in der Ilias beschreibt. Achill, der gefeierte Held der Griechen, hat im Zweikampf Hektor, den trojanischen Königssohn, besiegt und hat dessen Leichnam um das Grabmal seines Freundes Patroklos geschleift. Denn Hektor hat zuvor den besten Freund und Gefährten des Achill, Patroklos, im Kampf besiegt. Achill bewahrt den Leichnam Hektors über Nacht in seinem Lager auf, weil er das grausame Ritual wiederholen will. Der trojanische König Priamos überwindet sich und macht sich auf ins feindliche Lager, um seinen toten Sohn auszulösen. Die Komposition stellt Priamos in den Mittelpunkt und erzeugt damit beim Betrachter Mitgefühl für den vom Schmerz gedemütigten König Trojas. Und so sehen wir in der Mitte und im linken Teil des Bildes, wie Priamos mit einem reichen Gefolge und reichen Lösegaben kommt, um den Leichnam seines Sohnes zu bitten. Achill hat noch gar nicht Notiz genommen, was sich da tut. Er hält ein längliches Stück Fleisch in der Hand und weitere liegen auf dem Speisetisch vor ihm. Der Maler orientiert sich bei der Ausgestaltung der Szenerie an den Liedern der Ilias, das ist wohl wahr. Dennoch veränderte er im Zuge der künstlerischen Freiheit einige Details. Beispielsweise wird in der Ilias geschildert, dass Priamos nur mit einem Herold als Begleitung kommt, auf einem Maultiergespann. Das war vielleicht künstlerisch nicht so repräsentativ umzusetzen wie Dienerfiguren, die reiche Gaben bringen. Die Darstellung wird auch mit den Augen eines Künstlers aus seiner Zeit heraus gesehen, denn die homerischen Helden lagen bestimmt nicht bei Tisch. Das ist eine Sitte, die erst im 7. Jahrhundert aufgekommen ist. Wenn man die Ilias liest, die Helden sitzen alle beim Mahl. Die Herstellung einer Vase wie dieser wurde zumeist von zwei Personen durchgeführt. Der Töpfer formte das Gefäß, das oft aus mehreren Einzelteilen zusammengefügt wurde. Und der Maler trug dann das Bild auf, und zwar mit einer speziellen Tonfarbe, die durch den mehrstufigen Brennvorgang eine glatte, schwarze Oberfläche bekam. Einerseits hat er es meisterhaft verstanden, Gesichtsausdrücke wiederzugeben. Beispielsweise sind die Mundpartien höchst ausdrucksvoll. Andererseits sind es ganz kleine Details, die eine gewisse Handschrift offenbaren. Dazu zählen zum Beispiel die Punktreihen auf Achills Gewand. Auch die in Schlaufen auslaufenden Haarbinden sind ein typisches Merkmal des Brygos-Malers. Wie in der griechischen Vasenmalerei üblich, findet sich auf der Rückseite eine thematisch untergeordnete Szene. Es dürfte sich dabei um eine Beratung unter Fürsten handeln. Die Waffen im Hintergrund lassen jedenfalls auf den Trojanischen Krieg schließen. Dass sich dieses Meisterwerk aus dem 5. Jahrhundert vor Christus bis heute erhalten hat, ist einer sorgfältigen Reparatur zu verdanken. Kleine Bronzestifte im Henkel über dem Mundstück verraten, dass diese bereits in der Antike stattgefunden hat.